Hallo, herzlich willkommen zu Folge 2 des Animal Crafts-Projekts von Tidera mit mir, RSG. In der letzten Folge haben wir logischerweise angefangen, was muss ich dazu noch eigentlich mehr sagen, und haben uns dabei gleich ein Refined Storage System vollständig schon aufgebaut und außerdem ein bisschen XP-Speicher, XTDs und so ein bisschen Anfangs-Stuff eben gemacht. In dieser Folge möchte ich mich um ein bisschen weiteres XTDs kümmern, außerdem um den Ether und um eine neue Mod, die erst ab der 1.10 vorhanden war, mit der ich noch nie gespielt habe, somit und die ich extrem cool finde und die ich auch schon mehrmals geteased habe. Also, yay. Zuerst wollen wir noch ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel haben wir, wie ihr vielleicht schon seht, endlich die Android-Spawns abgeschaltet in der Oberwelt. Jetzt haben wir eben neu gestartet und das eingestellt, dass sie in Dimension 4, die der Ether ist, nicht mehr spawnen können. Und das heißt, jetzt spawnen hier nur noch diese komischen Zephyre da, die mir auch egal sein könnten. Die schubsen einen halt nur weg, wenn man in die Schneebälle reinläuft. Das ist mir halt relativ egal. Und was ich außerdem herausgefunden habe, ist, dass tatsächlich JEI auch einen Item-Hide-Modus besitzt. Und du nervst. Ja, da seht ihr übrigens, was die Viecher machen. Einen halt einfach nur wegstupsen. So, und ansonsten sind die wie Gas, man one-hittet die halt einfach. Auf jeden Fall, aber wie gesagt, hat JEI einen Item-Hide-Modus, mit dem wir die ganzen schönen Fassaden aus JEI rausschmeißen können, weshalb ich jetzt zum Beispiel nur noch 46 Seiten habe. Und zwar geht ihr hier in JEI-Config und schaltet Hide-Ingredients auf True. Und dann seht ihr schon, dass ich hier, wenn ich hier ein bisschen weiter scrolle, schon mal eine Menge Rot habe. Und zwar könnt ihr mit einem Control-Right-Click, also einem Steuerung-Rechts-Click, hier eine Fassade anklicken und dann werden alle schön rot markiert. Und dann könnt ihr zum Beispiel die erste Fassade nochmal links klicken, um sie wieder zu demarkieren, um zum Beispiel das Crafting-Rezept nochmal angucken zu können, falls euch das interessiert. Das gilt nur aber für Sachen, die nur mit Metadaten verschieden sind, also mit dem Doppelpunkt hinter der ID. Das kann ich mal ganz schnell mit F3H aktivieren. Da seht ihr hier, F3H aktiviert das. Und dann seht ihr hier, das ist 7014/0. Das hier ist 7014 slash 0 auch. Okay, das wundert mich gerade, dass es dann geht. Aber okay, gut. Das ist vielleicht extra programmiert, dass es da geht. Denn bei Refined Storage zum Beispiel, ihr seht, ich habe eine Menge Sachen gehidden, weggenommen. zum Beispiel auch den ganzen Deco-Craft-Scheiß, den werde ich sowieso im Leben nicht benutzen. Ich bin kein Deco-Craft-Mensch, überhaupt nicht. Aber hier zum Beispiel bei Refined Storage, bei den Covern, da können wir das nicht machen. Da können wir jetzt den ersten anklicken, aber dann seht ihr, dass gleich einfach alle wieder demarkiert werden. Weil, keine Ahnung, das irgendwie anders ist. Ich weiß es nicht. Und da ist es halt nicht so. Und wenn wir hingegen hier zum Beispiel bei dem hier gucken, das sind halt, bei denen hier zum Beispiel, das sind halt mit Metadaten unterschiedliche, dann könnt ihr das damit machen. Gut, dann schalten wir den Hide-Modus wieder aus, auf False, und dann ist es wieder toll und wir haben ganz viel weniger Seiten, weil wir die ganzen blöden Cover nicht mehr sehen. Außerdem können wir hier Search Options einstellen und können hier zum Beispiel mal einstellen Enabled. Das heißt, jetzt kann ich endlich wieder suchen nach Refined Storage. Yay, das war einfach, ohne dass ich jetzt jedes Mal Add eingeben muss. Wobei das Add einem eine schöne Funktion ermöglicht, die ich weiß ich gar nicht, ob ich die schon mal gezeigt habe. Und zwar, wenn ihr das hier auf Require Prefix habt und zum Beispiel Add Ref eingibt, dann habt ihr ja schon mal Refined Storage. Und jetzt sucht den Export-Bus. Das heißt, ihr gebt Add Ref X ein. Und dann findet ihr Sachen mit X aus Refined Storage. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nur X eingibt, seht ihr, dass da wesentlich mehr ist. Denn es ist halt wesentlich mehr, wo X drin vorhanden ist. Das ist also eigentlich auch ein ganz sinnvolles Feature. Aber ich glaube, ich lasse es dabei, weil mir dieses Add einfach auf den Senkel geht und ich mich da häufig vertippe. Außerdem hätte ich gerne das da, nämlich All Dictionary. Da will ich aber Require Prefix, auch wenn ich das mit einem Hashtag gewohnt bin. Tooltips will ich so enabled. Resource ID, weiß nicht mehr, was es ist. Und Creative Tab, ach weißt du was, ich enable es mal, denn ich werde niemals ein Prozentzeichen schreiben. Und wenn ich es brauche, kann ich es benutzen. Und Color brauche ich nicht unbedingt. Denn ihr könnt nach Color suchen, also nach Farbe. Heißt, ihr könnt nach allen Items suchen, die blau sind. Aber wozu brauche ich das bitte? Ich bin kein Schönbauer. Ich habe sowas nicht nötig. Aber dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns jetzt um die wirklichen interessanten Sachen. Auch wenn ich fand, dass das natürlich auch schon interessant war, für Leute, die es selber spielen. Also, das Erste, worum wir uns kümmern wollen, ist ein bisschen Ether-Stuff. Und dabei schauen wir uns zuerst mal den Altar an. Das ist nämlich ein ziemlich cooles Teil, mit dem wir eigentlich zumindest auch Items reparieren können müssten. Wir gucken mal in das Book of Lore, was das dazu sagt, denn damit könnt ihr nämlich nachschauen, was verschiedene Items, die ihr so im Ether bekommt, tatsächlich machen. Ich weiß gar nicht, funktioniert das auch für Vanilla-Sachen? Nee, okay, also hauptsächlich für Ether-Sachen. Und ihr seht hier, used to enchant items and repair armor, bla bla, Ambrosium Shards braucht man dafür. Und wenn wir einen Gravitite-Block darunter schmeißen, dann wird das schneller. Okay, dann versuchen wir doch mal genau das. Wir brauchen Enchanted Gravitite, das ist das Ding hier. Und ihr seht, das bekommen wir mit Gravitite Ore in einem Enchanter, also dem Ding, was wir jetzt gerade gebaut haben, mit Ambrosium. Also, wir nehmen uns mal Ambrosium, davon haben wir ja was. Und wir nehmen uns Gravitite Ore, davon nehme ich mal eins, denn wir brauchen erstmal nur eins. So, dann stellen wir den mal hier hin.
mit dem Altar und das Zeug da rein. Wunderbar. Cool. Okay. Das heißt, jetzt enchanten wir gerade unser Gravitite Ore mit Ambrosium. Denn ich meinte ja schon mal in der ersten Folge, Ambrosium ist basically die Kohle des Ethers. Und dann halt dieses Ding hier ist anscheinend der Furnace. Auch wenn der natürlich ein Iron Ingot braucht, denn Xenon ist ja basically das Eisen. Aber ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Und sobald das fertig ist, können wir dann den Block, der daraus kommt, denn daraus bekommen wir direkt auch das Enchanted Gravitite, verwenden, um das Ding noch ein bisschen schneller zu machen, hoffentlich. Und dann möchte ich mal versuchen, ob wir wirklich unsere Tools damit reparieren können. Das wäre extrem cool, wenn das wirklich funktioniert. Ich weiß halt nur nicht, ob es tatsächlich funktioniert oder ob wir dafür irgendwas machen müssen. Mal schauen. Also, bitte mach mal ein bisschen schneller, denn du bist extrem langsam, du komische Maschine. Und mir gehen langsam die Sachen aus, die ich sagen kann, die noch irgendwie cool sind. Also, bitte tu was. Das wäre wirklich nett. Vielen Dank. So, dann setzen wir dich jetzt da drunter. Zack. Und damit sollte er jetzt wesentlich schneller sein. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal einen Enchanted Gravitite wollen. Gravitite einfach nur. Ich nehme jetzt nochmal den Rest an Gravitite, denn wir werden das wahrscheinlich nicht verdoppeln können. Schmeiße ich das mal rein. Und jetzt sollte es ein gutes Stückchen schneller gehen. Ja, das ist ein bisschen schneller als vorher. Okay. Dann aber will ich jetzt hauptsächlich erstmal gucken, ob das hier funktioniert. Sieht nicht so aus, oder? Doch, doch! Ha! Es funktioniert! Es funktioniert! Es dauert zwar extrem lang, aber es funktioniert. Wir können unsere Pickaxe reparieren. Und wahrscheinlich geht es schneller, wenn wir das Schwert nehmen, richtig? Denn das Schwert hat ja weniger Reparatur, oder? Sehe ich das richtig? Müsste das schneller gehen? Ich glaube, es geht nicht schneller. Okay, das ist schade. Aber wir können also unsere Diamant-Tools da reinlegen und reparieren lassen. Oder vielleicht geht es gar nicht? Brennt er jetzt aus und. Ja, er brennt aus. Okay, das Schwert können wir also gar nicht reparieren. Vielleicht weil es noch nicht genug Damage hat. Das könnte sein. Es hat auch nicht genug Damage. Und deswegen geht es nicht. Wohin geht die Pickaxe? Ja, die fängt sofort an zu brennen. Okay. Gut zu wissen. Ich habe nämlich gerade schon in einem Aufnahmeteil das Schwert versucht zu machen und dann habe ich mich gefragt, warum es nicht ging und jetzt weiß ich warum, weil es einfach zu wenig Damage hat. Okay, interessant. Gut, dann werde ich mal das laufen lassen und nebenbei mir schon mal was anderes angucken. Wie viel Zenite haben wir? Wir haben 31 Zenite, das ist cool. Und zwar möchte ich mir gerne Ether, ein paar Zenite Gloves bauen und ein Zenite Pendant, wenn wir überhaupt String haben. Wir haben String. Warum haben wir String? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Zenite Pendant und einen Zenite Gloves. Und die schmeißen wir mal hier rein. Und jetzt können wir nämlich ein bisschen schneller abbauen. Denn wenn wir Zenite-Sachen tragen, seht ihr schon, bauen wir ein ganz klein bisschen schneller ab. Es ist nicht sehr viel, aber es ist ein ganz kleines bisschen. Und die Dinger sollten eigentlich zumindest, wenn das alles so funktioniert, wie es sollte, da seht ihr es schon gerade, Schaden nehmen. Wenn wir also die mal reinlegen, ja gut, da wird das nicht gesagt. Wird das hier gesagt? Genau hier. Pendant which allows you to mine faster, doesn't last for long, so use it wisely. Also das Zenite Pendant alleine. Okay, die Gloves machen das gar nicht, sondern die Gloves erhöhen nur das Armor Set. Und außerdem generell eure Rüstung. Also wenn ihr die anhabt, habt ihr nochmal ein bisschen mehr Rüstung, als ihr sonst hättet. Was ihr da unten nicht mehr seht, weil die Leiste voll ist. Und wenn ich jetzt meine Rüstung ausziehe, sollte man das vielleicht. Na, okay, man sieht es nicht. Aber die geben ein bisschen Rüstung. Und das Pendant eben, wie schon gesagt, erhöht den Mining Speed. Außerdem. Generell für Zenite-Sachen gilt, sie haben Stonebound. Das heißt also, wenn ihr irgendwas aus Zenite craftet und es geht kaputt oder wird eben kaputter, dann wird es dadurch nur immer schneller. Was eine ziemlich coole Sache tatsächlich ist, denn naja, Sachen, die schneller werden, sind immer toll. Gut, wie lange weit ist unsere Pickaxe? Die Pickaxe ist fast fertig. Super, dann schmeiße ich danach das Gravitite-Ohr rein, denn sowieso nicht besser zu verwenden für irgendwas anderes. Und was können wir denn noch so aus dem Ether craften? Ich würde gerne noch ein paar Skyroot-Tools craften. Denn jedes Toolset im Ether hat eigene besondere Fähigkeiten. Und die Skyroot-Sachen haben die coolste Fähigkeit von allen. Es sind natürlich Holztools, also sind sie nicht besonders gut, das ist klar. Aber sie haben eine extrem geile Ability. Und zwar, alles, was ihr mit Skyroot-Tools abbaut, wird verdoppelt. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Holy Stone abbaue, den ich noch nicht selbst gesetzt habe, dann, seht ihr schon, bekomme ich da zwei raus. Wunderbar. Das Ganze, wie ich jetzt auch gerade schon erwähnt habe, funktioniert nur für Sachen, die ihr noch nicht selbst platziert habt. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Dirtblock abbauen, bekommen wir nur einen. Okay, vielleicht weil ich das falsche Tool benutzt habe. Versuchen es mal hier mit dem Holy Stone. Aus dem sollten wir jetzt zwei bekommen. Zack. Setzen wir aber den Holy Stone jetzt wieder dahin. Bekommen wir nur einen raus. Weil es sonst ja ein bisschen leicht wäre, Sachen zu dupen, oder? Ich meine, das würde es vielleicht ein bisschen zu einfach machen, oder was? Ich meine, wer würde schon sagen, dass es zu einfach ist, oder? /COFHTPS sagt, warum wir so wenig Probleme haben. Okay, vielleicht nicht so geil gerade. Okay, die TPS haben sich wieder beruhigt und unsere Spitzhacke ist tatsächlich fast fertig. Während die noch zu Ende macht, kann ich nochmal schnell erklären, die Holy Stone Tools haben die Besonderheit, dass sie tatsächlich
Und da ist unser Pickaxe fertig. Cool. Komplett heil. Cool. Coole Sache. Dass sie tatsächlich Ambrosium droppen, ab und zu, wenn ihr Sachen abbaut, also mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Zenite Tools, wie wir schon gesagt haben, Stonebound, also umso kaputter sie werden, umso schneller malen sie ab. Und Gravitite Tools haben irgendwie eine besondere Fähigkeit, dass sie Sachen schweben lassen können, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Dementsprechend weiß ich dazu das nicht genau. Weiterhin, auch bei der Rüstung gelten so ein paar ähnliche Sachen. Zenite Rüstung zum Beispiel lässt euch halt immer mehr Rüstung zuteil werden, umso kaputter sie wird. Und Gravitite-Rüstung lässt euch höher springen, wenn ihr ein komplettes Set davon anhabt. Was natürlich auch die Gloves übrigens mit einbezieht, denn die gehören ja in Aether mit zur Rüstung. Heißt, wir müssen uns eigentlich nochmal Gravitite-Gloves bauen. Außerdem möchte ich mir gerne mal ein Gravitite-Sword bauen und das verwenden, denn ein Gravitite-Sword hat die Fähigkeit, dass das Monster, die ihr angreift, extrem weit weg befördert, doch mal. Und das wäre eine Sache, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Natürlich muss ich dafür meinen Diamond Sword eigentlich nochmal ein bisschen kaputter machen, um es reparieren zu können. Aber wir werden das gleich mal sehen. Und es dauert ja nicht mal so lange. Was ich auch gerne mal hätte, ist der Enchanted Dart Shooter oder generell der Dart Shooter. Aber dafür brauchen wir Golden Amber. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir an Golden Amber kommen. Ich weiß, es hat was mit diesen goldenen Bäumen da zu tun. Deswegen habe ich schon ein paar bei uns angebaut. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich direkt da dran komme. Muss ich mal ausprobieren. Auf jeden Fall aber. Machen wir mal Folgendes: Wir schmeißen die hier weg und machen uns mal ein Skyroot Sword. Ein Gravitite Sword vielmehr. Und was ich auch nochmal mache, wo ich gerade beim Thema bin, ist genau ein Skyroot Sword, denn, wie schon gesagt, Skyroot Tools verdoppeln. Das heißt also, wenn wir irgendwas töten wollen, wo die Drops haben wollen, nehmen wir dafür natürlich unser Skyroot Sword, um mehr Drops zu bekommen. Klare Sache. Denn auch die Drops werden verdoppelt. Das heißt, wenn wir jetzt da hinten unseren Cockatrice haben, den können wir natürlich klatschen mit einem Gravitite Sword und. Oh, nicht schon wieder. Aber es ist natürlich effizienter. Oh, ja, da seht ihr jetzt übrigens, was passiert, wenn ihr den Gravitite Sword benutzt. Da fliegt das Viech hoch. Aber das ist in dem Fall nicht wirklich effektiv. Also nehmen wir unser Skyroot Sword lieber. Klatschen dich tot. Und jetzt haben wir Federn bekommen. Hey! Und, oh, Alter, das Gift von dem Viech ist extrem nervig. Denn ihr könnt den Effekt gar nicht sehen. Und wenn ihr lauft, dann werdet ihr random in irgendwelche Richtungen geschoben. Also ihr seht schon, ich laufe so ein bisschen hin und her. Ich habe gerade nur die W-Taste gedrückt. Das ist ein bisschen nervig eigentlich, aber naja, irgendwie müssen die Viecher ja auch nervig sein. Und die Viecher sind auch ein bisschen nervig, diese Air Whales. Die bringen auch eigentlich überhaupt nichts. Ich will mal was ausbilden. Wenn ich. Muss ich vielleicht spezifisch Aether Tools benutzen? Das könnte nämlich sein. Ich probiere das gerade mal aus. Ich will mal eine Skyroot Pickaxe bauen. So. Und jetzt mal ausprobieren, was passiert, wenn ich die Skyroot Axe verwende, um einen Baum abzubauen. Oh. Die Erde wollte ich nicht abbauen. Das war eigentlich nicht, was ich geplant habe. Aber okay. Bringt anscheinend auch nichts. Ich bekomme da auch kein so ein goldenes Zeug raus. Kann ich die rechts klicken, die Dinger? Auch nicht. Naja, gut. Dann baue ich immer schnell wieder zu. So, zugebaut. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, die Skyroot Pickaxe droppt leider nur bei Holy Stone und Ambrosium Ore doppelt. Also anscheinend. Erklärt das auch, warum sie nicht für das Dirt doppelt droppt. Oder vielleicht wahrscheinlich auch für Zenith oder so. Schade eigentlich. Denn Zenith kann es wahrscheinlich nicht abbauen. Das ist ja schließlich Eisen und man kann Holz nicht mit Eisen abbauen. Eisen nicht mit Holz abbauen. Also, schade, schade, schade. Ich dachte, die wäre besser als. Ich habe sie besser in Erinnerung irgendwie. Ich habe sie in Erinnerung, so dass ich sie immer benutzt habe im Ether. Einfach dauerhaft. Ich habe nichts anderes benutzt als Skyroot Tools gefühlt. Auf jeden Fall aber ist mir noch eine zweite Sache aufgefallen. Und zwar, dass es natürlich noch den Zenite Ring gibt. Und der macht, was ich gedacht habe. Nämlich beschleunigt auch er noch einmal den Mining Speed. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal in unseren Ether-Bereich gehen und den Ring jetzt nochmal anlegen, dann haben wir noch ein bisschen mehr Mining Speed. Und können jetzt, wie ihr seht, schon fast wie mit einer Schaufel die Erde abbauen. Im Vergleich zu, wenn wir jetzt die Ringe mal komplett ablegen, müssen wir es ein bisschen langsamer sein. Ja, da seht ihr, es ist ein bisschen langsamer. Es ist nicht wirklich viel, aber es ist eine Beschleunigung. Und da es in diesem Pack, glaube ich, den Handschuh nicht mehr gibt, den Tinker's Construct Handschuh, genau, den gibt es nämlich nicht mehr, ist es sehr möglich, dass es die einzige Variante ist, um den Mining Speed generell zu erhöhen, den man hat. Also werde ich sie natürlich verwenden. Natürlich aber gehen die Dinger auch kaputt, wie ihr seht. Das heißt, wir müssen sie irgendwann ersetzen oder halt einfach möglicherweise gewisse Dinge damit tun. Deswegen ist dieses Teil auch so gut. Es ist einfach schön. Ich nehme jetzt das Pendant und versuch's mal. Kann ich das da reinlegen jetzt? Nö, dann ist es noch nicht kaputt genug. Okay, also liegt es wirklich daran, dass man ein bestimmtes Kaputtigkeitslevel erreichen muss. Und ich benutze erst noch mein Diasword, denn ich möchte das damit reparieren können. Das ist ja der Sinn an der Sache, ich möchte es kaputt machen, sodass ich es reparieren kann. Deswegen benutze ich das jetzt gerade. Und das ist der geilste Name, den ich je für einen Minecraft-Charakter gelesen habe. Wow.
Und noch etwas Neues. Und zwar könnt ihr tatsächlich diese goldenen Skyroot-Dinger nicht mit einer Zenite-Axe bekommen, wie das witzigerweise im Internet steht, sondern nur und ausschließlich mit einer Gravitite-Axt. Denn wenn ihr die jetzt benutzt, dann seht ihr, jetzt bekommen wir Golden Amber. Wow, das ist wow. Nicht mal im Internet steht es richtig. Also, das ist mal wunderschön. Aber auf jeden Fall können wir also mit einer Gravitite-Axt uns jetzt dieses wunderschöne Golden Amber besorgen. Und damit etwas anderes noch sehr cooles. Und zwar mit ein bisschen Golden Amber können wir uns die Golden Dart Shooter bauen. Oder den vielmehr. Und dann dafür Golden Darts. Die da. Und okay, wir können die auch nur aus Golden Amber herstellen. Das ist natürlich auch ganz toll. Das brauchen wir auf jeden Fall. Aber ich möchte gerne mal ein paar davon. Komm. Oh wow, ich habe keine Skyroot Planks mehr. Und dann machen wir davon halt auch noch ein paar. Und diese wunderschönen Darts können wir jetzt sogar noch aufwerten, indem wir sie um einen Poison Bucket rumschmeißen, einen Skyroot Poison Bucket. Den können wir wiederum übrigens bekommen, indem wir auf diese komischen Pflanzen, die wir vielleicht schon ein, zwei Mal gesehen und umgebracht haben, weiß ich gar nicht, rechtsklicken mit einem Skyroot Bucket, den wir uns übrigens auch nochmal machen sollten, einfach weil wir es können. Was haben wir zufällig gerade so eine Pflanze in der Nähe? Und oh mein Gott! Die basteln einen Plant Gatherer? Okay. Und eine Wireless FRF Transmitter. Ja, cool, das Ding ist toll. Komme ich auch nochmal irgendwann zu. Auf jeden Fall aber haben wir außerdem aber noch die Möglichkeit, die Dinger zu enchanten, indem wir sie in den Ether enchantes Ding ins Bein packen. Das Ding hier halt. Und dann sind sie anscheinend noch ein bisschen stärker. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal alle meine Golden Darts noch enchanten, nachdem noch meine Rüstung hier fertig repariert ist. Vielleicht sollte ich einfach noch einen zweiten von diesen Altars bauen, ne? Altar. Einfach nochmal einen zweiten davon, bitte. Wir sollten uns das ja leisten können. Sein hat das ja nicht, nichts, was wir nicht haben. Und Ambrosium haben wir sowieso genug. Also komm. Wobei, wir haben gar nicht so viel Ambrosium, wie ich gedacht habe. Egal, so viel kostet das Zeug ja nicht. Ist relativ leicht zu meinen. Ja, komm. Bauen wir halt die Stone Slab hier ab. Who the F cares? Bauen wir die hin, damit die nicht weg ist. So, zack. Und ja, komm. Schmeißen wir die Darts da rein. Und eine kleine Erkundungstour später habe ich jetzt auch wieder den TeamSpeak angeschaltet. Ja. Hi. Denn halt, wie ihr vielleicht vorher bemerkt habt, hat halt Tilera noch mit im Chat geschrieben und das lag daran, dass er mit auf dem Teamspeak war und halt mit Razer geredet hat und das war dann halt ein bisschen, Geredet? ja, halt geschrieben und du hast geredet und dementsprechend war es halt, wäre es ein bisschen blöd gewesen, deswegen habe ich Teamspeak ausgehabt. Und ja, das wird vielleicht manchmal passieren, dass ich Teamspeak einfach ausmache, weil ich gerne meinen Stil habe mit dem Erklären und das geht nicht so einfach, wenn Leute noch was anderes reden wollen. Also. Deswegen nicht wundert. Gut, ich war ein bisschen erkunden, wie gesagt, und habe einen wunderschönen schwarzen Moa entdeckt. Und da liegt ein Ei. Da liegt ein Ei. Ich will das Ei. Gib mir das Ei. Denn der schwarze Moa ist das beste Moa-Viech, was es gibt im Ether. Erlaubt euch die meisten Sprünge. Und deswegen wollte ich den auf jeden Fall haben. Und dann habe ich jetzt schon das erste Ei. Cool. Und um das Ei auszubrüten, brauchen wir einen Incubator. Das Ding hier. Mit einer Ambrosium-Fackel. Ich habe gar keine Ambrosium-Fackeln mehr. Cool. Ich glaube, wir haben auch gar kein Ambrosium mehr, ne? Doch, wir haben noch ein bisschen. Okay. Dann machen wir uns davon mal ein paar. Super, jetzt haben wir kein Ambrosium. Jetzt haben wir wirklich kein Ambrosium mehr. Und dann machen wir uns mal einen Incubator. Zack. Now your family. Woo. Den stelle ich mal hier hin. Dann habe ich nämlich auch gleich die zweite Slab abgeworfen. Das ist wenigstens symmetrisch. Und den schmeißen wir jetzt da rein. Den Ei. Den Ei schmeißen wir jetzt da rein. Und nehmen uns Ambrosium-Torch und schmeißen den auch mit rein. Und dann wird das Ding ausgebrütet. Und wenn das voll ausgebrütet ist, müssten wir einen Moa haben, der uns auch gehört. Also den wir auch wunderschön reiten können dann. Und dafür brauchen wir einen Saddle. Und welches Saddle ist billiger? Die sind beide elendig. Ich will nicht so viel Leder verschwenden eigentlich. Aber naja, gut. Nehmen wir das. Das, was eigentlich teurer erscheint, aber in diesem Pack ist das halt billiger für uns, weil wir Eisen holen können, Strings noch nicht. Dafür brauchen wir erstmal Spider-Essence. Dafür brauchen wir erstmal Stuff. Okay, dann haben wir noch Sattel und wenn wir das zweite Ei irgendwann bekommen, können wir noch einen zweiten machen und noch einen dritten. Dann können wir alle auf Moors die King reiten. Nicht, dass wir es bräuchten, denn schließlich haben wir unseren Drachen. Der Drache ist sowieso viel, viel besser als alles, was andere was es so gibt. Aber hey, gut, Sattel wieder rein. Und dann wollte ich noch was anderes machen. Und zwar wollte ich mich jetzt ja nochmal um ein wenig Ex-Utilities kümmert. Ether-mäßig habe ich jetzt alles richtig abgeschlossen. Und die Erkundungstour war eigentlich hauptsächlich dafür da, um Leder und Wolle zu bekommen. Denn wir haben kaum Leder und Wolle. Und mit diesen wiederum musste ich dann Bookshelves craften. Das war der Grund. Und die Bookshelves brauche ich, wie ihr sich sicherlich schon denken könnt, dem Zeug, was ich im Inventar habe, nachzuurteilen. Natürlich für ein bisschen Enchanted Wood. Aber der Grund, warum ich Enchanted Wood brauche, beziehungsweise Magical Wood, wow, ich sage es auch noch falsch. Ich bin wieder der Beste.
Der Grund, warum ich es brauche, ist für ein extrem cooles Item, das wir auch schon mal benutzt haben und das ich erinnert habe, zum Glück. Oder ich glaube, das war sogar Razer, der den erinnert hat, ne? Was? Das Ding hier. Wo Das bist Ding du? hier. Wo bist du? Bin ich da? Ach so, du Ich bist bin gerade disconnected. reingehört. Du willst shadern. Ja. Eines der wenigen Items, das auch ich offiziell in die Offhand packe, weil es einfach in der Offhand sinnvoller ist. Denn sonst benutze ich die Offhand einfach nie, weil ich es nicht gewohnt bin. Aber dieses Teil hier ist ein magischer Boomerang, der immer wieder zurückkommt, egal was ihr macht. Also ihr könnt dem gar nicht entkommen. Ich weiß gar nicht, wenn ihr die Dimension wechselt, vielleicht, wenn ihr nie ausbildet. Aber egal wohin ihr lauft, wenn ihr den auswerft und lauft, dann der kommt immer wieder zurück. Das ist eigentlich ein echt cooler Boomerang. Manchmal ist er ein bisschen buggy und steckt irgendwo fest, aber er kommt irgendwann immer wieder zurück. Gut, und wie ihr außerdem gesehen habt schon, zack, kann der eben euch Items einsammeln. Aber was er natürlich auch kann, ist, er kann als Fernkampfwaffe fungieren. Klatsch! Klatsch! Okay, wenn ihr den trefft natürlich, wenn ihr den trefft. Das müsst ihr natürlich machen. Komm, platsch! Und er macht nicht wenig Schaden, wie ihr seht. So ein Cockatrice ist mal eben erledigt. Das ist auf jeden Fall eine extrem coole Sache, die wir haben wollen. Und deswegen mache ich den gleich einmal und natürlich auch gleich, weil ich nett bin und teamorientiert, ein zweites Mal für den anderen netten Herrn, der sich jetzt verpisst hat, um etwas anderes zu machen. Ha. Ich bin ja gleich wieder da. Ja, ich meine Muss diese Leute, die kurz. Shader benutzen wollen, echt. Shader so ein Modpack, ey. Ja, Shader in einem solchen Modpack. Vor allem, der will mit Shadern spielen, ich spiele auch fast noch mit meinen Oakleys. Das will ich aber nicht haben, weil es Performance ist, sondern einfach, weil ich das hier nicht brauche. Ich muss nicht das haben, dass die Blätter durchsichtig sind. Ich könnte eigentlich mal auf Fancy umstellen, ne? Ich glaube, es wird nicht wehtun, meiner Framerate. Was ist? Nö, Oh, tut's Schaden nicht, ist sogar oder? aufgefallen. Ich will mal was wissen. Optionen von Journey Map. Gab es nicht irgendwo eine Option, dass ich meine FPS anzeigen lassen kann? Oder gibt es die nicht mehr? Nö, anscheinend gibt es die nicht mehr. Haben sie rausgenommen, oder? Ja, schade. Okay, dann schade, dass das nicht so geht. F3 geht aber, ne? Wo sind meine FPS? Da sehen Sie. 104 FPS. Okay, damit kann ich leben. Wenn ich mich bewege, 50, 60, okay. Solange es ungefähr bei 60 niedrigstens bleibt, ist alles gut. Was macht der da, der? Was machen die beiden denn hier? Boing! Was machen die beiden denn jetzt hier? Ey! Mensch. Geht das? Wahrscheinlich geht das einfach. Bringt er mich einfach um, der nette Mensch? Also, dann nicht nette Mensch. Zu, 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 zu. Okay, jetzt bin ich wieder am Start. Also das ist mein Glück, das war stark. Warum ist das Stargate schon wieder an? Welcher Mensch hat das Stargate schon wieder angeschmissen? Aus das Stargate, das nervt. Warum hast du mein Grab abgebaut? Wer hat was im Grab abgebaut? Diese Leute. So, okay, das wollte ich. Der läuft wieder. Das Ding. Ist mein Moa eigentlich schon da? Ist mein Moa eigentlich schon wieder am Leben? Und wenn ja, wo ist der? Der müsste ja eigentlich inkubatiert sein. Wo ist denn der? Ist er jetzt echt hier dran verreckt? Das wäre extrem ungeil, wenn er jetzt an unseren Copper Cables verreckt wäre. Das wäre extrem ungeil und gleichzeitig extrem witzig. Unser Drache? Unser. Nein, unser Drache doch nicht. Ach so. Nein. Aber unser gezähnter Moa. Ich habe einen Genau. ausgebrütet und der ist weg. Der ist anscheinend entweder nicht erschienen oder keine Ahnung. Ich stell jetzt den Incubator mal einfach mitten in die Base und hoffe, dass es nächstes Mal dann klappt, wenn ich wieder mal ein Ei bekomme. Warum haben wir jetzt ein Base? Ob ich jetzt ein Basic Energy Cube im Inventar? Ich weiß es nicht. Okay, erstmal aber wollte ich noch das hier tun. Und zweitens Magical Boomerang craften. Energy Stud schmeißt jetzt einfach in unser System, denn es ist ja ein Refined Storage System, da ist es schon egal, was wie drin ist. Und dann schmeiße ich noch ein paar von denen da rein. Oh, die wollte ich gar nicht wegschmeißen. Und dann brauche ich mal den Herrn Razer, der aber gar nicht mehr da ist. Was wollen die denn hier die ganze Zeit?
Ich bin bei 4 von 7. Ach, da ist mein Moa. Oh, jetzt hab ich ihn abgeschossen. Ups. Da ist mein Moa. Da ist das Viech. Okay. Wir brauchen einmal bitte ein Golden Lasso. Und wollen das bitte einfangen, das Viech. Komm her. Jetzt wird mich das total aus dem Konzept gebracht, dass die Leute hier rumlaufen. So, und dann machen wir noch ein paar Fences. Ey, komm. Fence. Und zack, 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 zack. Und den da rausnehmen, sonst stirbt das Viech wieder. Und dann brauchen wir nämlich Folgendes, das habe ich mich ganz vergessen. Wir müssen das ja füttern. Mit den Dingern hier. Na, mein Süßer. Hier. Kriegst du. Bitte sehr. Und jedes Mal, wenn er halt diese Dinger anzeigt, müssen wir ihm das füttern. Und nach, ich glaube, 6 Stück oder so, ist er dann reif. Erwachsen. Mal sehen, was können wir da reinlegen? Genau. Feed Baby Moas. Richtig. Perfekt. Gut, dann aber bekommt jetzt erstmal Razer etwas von mir. Ich bin noch nicht drauf. Du warst also, gerade drauf. Ja, du weißt doch. Einmal joinen, danach wieder joinen. Normalerweise nicht. Also, naja, manchmal. Aber normalerweise, keine Ahnung. Okay, dann müssen wir jetzt halt ein bisschen hier so. Und genau, was ich noch machen wollte, ist einmal ganz kurz erwähnen, es gibt diese komischen Teile hier. Die da. Denn mit Psy können wir nicht mehr anfangen mit der Mod, die ich eigentlich machen wollte. Wireless RF Transmitter. Das Ding hier ist nämlich auch eine ganz coole Sache, die es in der 1.10 und 1.12 neu gibt. Und zwar könnt ihr euch eine Wireless RF Battery hinstellen. Das Ding hier. Und dann da Energie reinführen. Und könnt dann für die Kosten von ein paar Grid Power an jedem beliebigen Ort, selbst durch Dimensionen hindurch, diese Dinger hier hinsetzen und damit Energie an Sachen geben. Solange die nicht zu viel Energie brauchen. Ich glaube, die haben ein Limit von 80 RF pro Tick oder sowas in den Dreh rum. Auf jeden Fall nicht besonders hoch, das Limit. Aber es ist ein, sagen wir, angemessenes Limit dafür, dass man es beliebig hinsetzen kann. Und da Razer mal wieder nicht online kommen möchte, weil er jetzt auch ins Bett gegangen ist, was ich auch gleich noch tun muss, habe ich mir jetzt einfach den ganzen Kram in die Kiste gelegt. Aber ich wollte noch einmal kurz den Enchanted Dart Shooter zeigen, denn anscheinend ist es sogar so, dass ihr die Enchanted Darts auch nur mit einem Enchanted Dart Shooter schießen könnt. Ich denke zumindest mal. Denn hier steht extra dabei, dass da halt der nur Enchanted Darts schießen kann. Und mit dem können wir wahrscheinlich hoffentlich einfach so Viecher angreifen, was ich gerne mal ganz kurz ausprobieren möchte, denn ich habe keine Vorstellung, wie viel Damage das macht. Oder ob es Damage macht. Warum bist du als rotes Entity angezeigt und warum verschwindest du einfach direkt vor meinen Augen? Das fand ich jetzt irgendwie sehr witzig. Und wiederum übrigens, falls ich wundert, diese komischen Acre-Petal-Dinger da, die ich benutzt habe, um die Moas zu füttern, die da bekommt ihr natürlich, indem ihr diese komischen Pflanzen umbringt, die mitten auf dem Boden manchmal rumliegen. So wie die jetzt hier vor noch einigen Minuten stand und auch wieder einfach ins Nichts verschwunden ist. Das ist natürlich sehr witzig. Okay, da, hallo Cockatrice. Ich will mal wissen, wie viel Damage das Ding macht. Pew! Pew! Und Pew! Also, ganz schön wenig. Hallo, stirbst du nochmal? Wow, das macht weniger schon, als ich gehofft habe. Wesentlich weniger. Und habt ihr das eben gesehen? Da hinten waren einfach 3 Air Whales, die in der Gruppe geflogen sind. Das war total schön. Und außerdem, was ich nochmal schnell erwähnen wollte, wiederum noch, es gibt so viele Dinge, die ich mal eben erwähnen will, ist, dass das Gift echt nervig ist. Alter Schwede, oh Gott. Ich hasse das Gift von den Moas, das ist so nervig. Und wenn das alles ist, was die Darts können, dann wow. Ich hatte gehofft, die sind ein bisschen besser als das. Wow. Aber, was ich nämlich mal eben gemacht habe, ist, ich habe einen Soundmuffler gebastelt. Den craftet ihr so. Und der muffelt ein bisschen die Sounds von den Viechern, denn die sind ganz schön laut. Aber die scheinen jetzt erwachsen zu sein. Das heißt, ich nehme mal einen Sattel und probiere mal aus, ob wir die reiten können. Yay! Und jetzt, komm mal her. Komm. Aua, nicht gut. Nix gut, okay. Wir brauchen einmal ganz schnell ein Golden Lasso. Wie immer, wenn solche Sachen passieren. Na komm, gib her. Und, zack. Komm her. So, und jetzt rein.
Und jetzt müssten wir den Viecher reiten können. Und oh, der kann aber ganz schnell hochspringen. Und der kann halt, wie ihr seht, mehrmals in der Luft nochmal springen. Und damit können wir sozusagen zumindest für eine kurze Weile fliegen. Und jetzt seht ihr, Schnitz ist aufgebaut. Mehr kann er jetzt nicht fliegen. Jetzt kann ich nochmal drücken, aber es passiert halt nicht mehr viel. Aber immerhin, wir können fliegen. Also, naja gut, weit springen ist das viel besser. Aber das reicht mir ja schon und es ist auch schon ziemlich cool. Boing, boing, boing. Und dass wir eben so viele Male springen können, liegt daran, dass wir eben einen schwarzen Moor haben. Hätten wir zum Beispiel einen blauen, wäre das wesentlich schlechter. Mit einem weißen ist es auch nicht ganz so gut. Also, die schwarzen sind die besten, deswegen wollte ich sie ja auch haben. Und die blauen sind die schlechtesten, soweit ich mich richtig erinnere. Und was ich beinahe vergessen hätte, was ich auch noch von meiner Erkundungstour mitgebracht habe, ist dieses süße kleine Air Bunny, was wir uns tatsächlich auf den Kopf setzen können mit einem einfachen Rechtsklick. Und dann können wir ein bisschen höher springen und, wie ihr außerdem seht, in der Luft noch ein bisschen zurückhalten, um länger zu springen, sozusagen. Heißt also, wenn wir jetzt springen, seht ihr, wir können, ich glaube, 3 Blöcke hochspringen. Könnte das hinkommen? Wir sind jetzt bei 1, 2, ja, vielleicht 2,5. Aber wir können in der Luft Leertaste gedrückt halten, um winzige Zwischensprünge durchzuführen, wie ihr seht, und damit wesentlich, wesentlich, wesentlich länger zu fallen. Heißt also, das Ding ist sogar fast noch effektiver als ein Moa, weil es unendlich lange hält, dafür eben aber nicht nach oben, sondern eben nur noch nach unten hilft. Heißt also, ihr könnt damit nicht nach oben fliegen, aber ihr könnt wenigstens langsamer nach unten fliegen. Und das ist schon mal eine extrem coole Sache noch, die ich noch gezeigt haben wollte, weil sie extrem hilft, wenn man den Ether ein bisschen schneller und einfacher erkunden möchte. Und das, was ich für diese Folge nochmal schnell gemacht habe, schon, sind ein paar Lunar Panels, die wir natürlich genauso wie die Solar Panels über Lunar Reactive Dust herstellen, den wir aus Lapis Lazuli mit 16 Grid Power bekommen. Die Grid Power habe ich aus dem Resonator und der wurde wahrscheinlich von Tidera hingestellt, der sich ein paar Water Mills schon aufgestellt hat. Dementsprechend hat er schon Grid Power und ich musste mich darum nicht kümmern. Aber ich möchte die Solar Panels nicht verschwenden. Solar Panels nicht verschwenden. Und dementsprechend habe ich jetzt einfach noch ein paar Lunar Panels gebaut, denn die sind sozusagen das Gegenstück. Während die Solar Panels natürlich am Tag generieren, generieren die Lunar Panels eben in der Nacht und somit habe ich dauerhaft und 24/7 jetzt auch wenigstens 9 Grid Power. Auch wenn ich nochmal gucken muss, wie ich die hinbaue. Aber ich glaube, ich werde die einfach hier draußen irgendwo hinsetzen, wo sie nicht stören. Also vielleicht einfach hier vor. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt doch sogar perfekt. Baue ich die nochmal ab. Und setzt die noch hier hin. Und die müssen natürlich eine klare Sicht zum Himmel haben, weswegen wir sie nicht einfach so hinsetzen können. So, bau ab. Irgendwann ist das schon wieder am Erkunden. Okay, komm, gib her. Und, Alter, mach mal hin, ey, du. Spiel, du. Irgendwo ist hier noch. Ah, hier, okay, hier ist noch Buggy-Dingens. Gib mal den. Aua! Aua, 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 aua. Nein. Hier ist es jetzt. Okay, gib her. Danke. So, jetzt aber. Okay, gut. Dann beenden wir diese Folge damit, würde ich sagen. Und haben leider nicht mehr das andere geschafft, was ich eigentlich noch machen wollte, aber das machen wir dann nächstes Mal. Also, würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, bloß Scanning als Stuff on Screen oder den Schwachsinn, der euch YouTube sonst nur noch so unten anbietet. Ich muss langsamer reden, wenn ich müde bin. Das verspreche ich mich immer so häufig. Und in der nächsten Folge fangen wir dann auf jeden Fall endlich die Mod an, die ich eigentlich schon seit, ich glaube, 2 Folgen schon anfangen möchte. Also eigentlich schon seit Folge 0. Denn ich habe eine Menge in der Testwelt rumprobieren. Das ist so cool, was wir da machen. Das ist so cool. Aber ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.